Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Nix Gaming. Ja, heute mache ich das mal alleine. Ich habe nämlich die Ultimative Edition, Nick leider nicht. Deswegen kann nur ich heute, am heutigen Tag, Red Dead Online spielen. Wir dürfen uns jetzt hier eine Figur auswählen. So, bin natürlich ein Mann. Und den können wir uns jetzt erstellen. Und dann schauen wir. Das sieht ja echt gerade cool aus. Ja, wie nennen wir uns? Wir nennen uns natürlich Felix. Zack. So, Erscheinungsbild. Kacke. Was ist denn? Oh. Warum nicht, ne? 7, 8. Es sieht alles blöd aus. Oh, moin. Take the time and get this right. Ja, wir machen das vernünftig. So, wir nehmen natürlich das mittlere Alter. Ja, eigentlich so alt, oder? Wir sind mal ganz jung. Wir nehmen mal 20. Wir sind 20. Athletisch, muskulös. Stämmig. Durchschnittlich. Wir sind mal athletisch. Eng, weit, zusammengezogen und wieso? Oh, Hakennase, neutral. Mund und Lippen. Schmatzer, klein, neutral. War einfach mal neutral. So, Ohren abstehend. Nö, auch neutral. Weiße. Ach Gott, das kannst du alles hier machen. Ihhh. Völlig abgenutzt, Landei, lang verdorben, Zahnfleisch. Oh Gott. Ja, lass uns das einfach ganz normal machen. Frisur. Jetzt schauen wir mal, was für eine Frisur machen wir uns denn? Sauberer Scheitel links, wir machen aber erstmal eine Haarfarbe, wenn wir erstmal. Ich glaube, wir nehmen einfach ganz normal braun. Braun, ne? So. Ganz normal braun. So. Bart. Walross. Bart stoppeln, kein Bart. Ehemann. Kinnbart. Nehmen wir aber Bart stoppeln. Okay, auch gut. Und dann machen wir natürlich auch die gleiche Farbe. Ich glaube, es war Farbe 3, ne? Haarfarbe anpassen. Ah, man kann das direkt der Haarfarbe anpassen. Das ist super. Lebensstil. Yep. Hautflecken. Ich sehe da jetzt nicht so einen Unterschied, aber gut. Nee. Brauchen wir nicht. So, hier sind wir, ja, Typ 3, Narben, können wir immer eine kleine Narbe machen, das wäre ganz cool. Oh, da oben eine Narbe, das ist ganz cool. Aber mir gefällt gerade doch nicht die Haarfarbe. Ich würde das gerne noch ein bisschen dunkler machen. Das ist ja wiederum fast schwarz. Ne, das ist schwarz. Wir nehmen die Farbe. Finde ich besser. So. Warten. Hä? Nee. Was war das denn jetzt? Farbe 11 würde ich gerne haben und beim Bart würde ich auch gerne Farbe 11 haben. So. Reifen.
kam. Im 2. Das ist in Ordnung. Attribute. Ach, dann geht das runter. 2 Punkte übrig. Ja, machen wir einfach mal 1 Gesundheit, 1 Ausdauer. Oder? Ja, das ist gut. Das ändert sich ja auch noch. Oh Mann, ey. Wie sehen die Leute denn aus, die man hier stellen kann? Also das ist ja echt furchtbar. Ja. Gut. Bestätigen wir das mal, ich finde. I'll take a photograph. Place your palms by your chest now for me. Hold it. Na gut, das ist in Ordnung. Keine Ahnung. Viel weiter wollte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich hoffe, man kann das vielleicht später nochmal ändern. Schauen wir mal, falls irgendwie eine Möglichkeit gibt. Ja, das schauen wir einfach mal. Einige Monate später. Iskia Gefängnis. Flügel für Männer. Nee, Sisika, nicht Iskia. Sisika Gefängnis. Wo ist das? Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchen's East staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You. You. Oh, da haben wir mich doch. You with the hammer. And you, you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah. Red Dead Online. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. Okay, ich sehe doch ein bisschen sehr hässlich aus. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen nochmal umschauen können, aber egal. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. Ich hoffe, man kann auch Haare schneiden gehen und so, aber die gefallen mir doch irgendwie nicht. Fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out?
My mistress is waiting for us. Ah, krass. So schnell geht das, ne? So schnell kommt man hier aus dem Gefängnis raus. Folge der fremden Person. Das machen wir doch. Emotes. Drei winken. Ja, das ist schon cool. Emotes. Aha. Interessant. Bisschen auf Fortnite, aber... Nee, Spaß. Emotes gibt auch noch bei GTA, glaube ich, sogar auch Emotes. Das ist gar nicht genau. Nähere dich deinem Pferd. Ja. Ready? Klar. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. Wir folgen einfach mal. Sissica Penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks that left you entirely broken. In body or in spirit. Ja, also Red Dead Online kam ja heute für die Ultimate Edition Person raus. Die sich die Ultimate Edition gekauft haben. Morgen können alle, die am Release-Tag das Spiel gezockt haben, zocken. Also die Beta. Und dann so weiter. Also am Donnerstag, am... Was haben wir denn da? Den 29. Dort können alle zocken, die am ersten Wochenende gespielt haben und jetzt am 30. dann am Freitag alle. Ja, und hier wird auf jeden Fall einiges, denke ich mal, auf euch zukommen. Gerade mit Nick, wenn wir halt ein bisschen online daddeln hier. In der Story bin ich aber noch nicht so viel weit, ich bin glaube ich Kapitel 4. Mal gucken, was hier so kommt, aber erstmal muss man ja hier die Einführung abschließen. Und das werden wir jetzt mal machen, dann nehme ich euch auch mit. Bin ich selber mal gespannt. So, können wir mit dem reden? Nee. You'll have money in your pocket to go to the store with. And there'll be chances to make more, if that's what you're after. And chances to raise hell, too, if you feel you're in the need of them. Okay. We haven't got far to go now. Okay, also wie ich das gerade rausgehört habe, kann man seine eigene Bande gründen. Das ist natürlich auf jeden Fall super. Das ist mein Camp, aber warum macht er das? Das verstehe ich nicht. Warum lässt er mich hier frei? Das Pferd daran anzubinden, dann kann es nicht davonlaufen. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there.
alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Die Anfangsausrüstung. Ah, jetzt können wir uns auch noch, ja, bekleiden. Jetzt können wir uns komplett anziehen, wie wir Lust haben. Ich denke mal, dass wir aber nicht wirklich viel haben. Was ist das denn? Nee, dann machen wir lieber keine Kopfbedeckung. Genau, wir haben ja wahrscheinlich nicht viele Sachen. Die müssen wir uns dann natürlich alle besorgen. Oh Mann, der Typ sieht irgendwie echt komisch aus. Ah, das sieht auch gut aus hier. Das nehmen wir doch mal. Na komm, nehmen wir das in Rot. Das sieht ganz cool aus. Nee, nackt wollen wir nicht rumlaufen. Hosenträger. Joa, da haben wir doch was. Doch gut. Waffenausrüstung. Gut, da haben wir noch nicht viel. Das war's eigentlich schon. Mehr können wir nicht machen. Stiefel, doch. Barfuß. Man kann ja also auch komplett barfuß laufen. Okay. Da hatten wir doch noch eben eine Hose hier gesehen, da. Ach komm, wir machen uns hier mal so eine schöne Hose in Blau. So. Haben wir noch was? Nee, das war's. Okay, aber man kann ja aber echt viel machen. Also ich denke mal, hier wird auf jeden Fall... Oh, nein, das habe ich nicht gelesen. Mann, hab ich mich fettfingert. Mann. Scheiße. That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Ah, erstmal ein Trinken. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. Der hat voll komische Augen. Oh Mann. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Oh, schon süßer. For now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps, get up. Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. Ah, ich bin direkt Boss. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? Wähle einen Standort deines Lagers. Bau das für dich auf.
Gegen eine Gebühr kannst du es wieder versetzen, wenn du in den Free Roam zurückkehrst. Okay. Aha. Einnahmeprotokoll. Ah, okay. Lager. Lager festlegen. Klar, erstmal kleines Lager, tägliche Gebühr. $1, das ist in Ordnung. Und dann machen wir das natürlich. Oh, hier unten in New Austin und so. Oh, da will ich später mein Lager haben. Aber wir machen das erstmal hier. Geht ja nicht woanders. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. So, jetzt machen wir schon die erste Mission, ich würde sagen. Damit beenden wir den kleinen ersten Part. Das war so der Anfang. Ich denke mal nicht sonderlich spannend, aber ich finde, das gehört auch dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Red Dead Online. Bis dahin. Ciao.